Willkommen zu einer neuen Runde World of Warships. Wieder mal in einem Ranked und ich spiele den japanischen Zerstörer Hatsuharu. Also aus dem Gunboat Tree, an dem Punkt, wo es eigentlich noch nicht Gunboote sind, sondern Torpedoboote, die nur ein bisschen weniger Torpedos und dafür bessere Kanonen als die reinen Torpedoboote haben, aber deswegen immer noch keine Kanonenboote sind. Ich meine zum Beispiel jetzt die gegnerische Anshan. Das ist ein Kanonenboot und mit der gewinne ich auch keinen Gunfight. Also, außer sie stellt sich dämlich an. Aber naja, wir fahren auf jeden Fall mal auf C, begleitet von der U69, während die Kachalot auf A fahren will anscheinend. Bisschen YOLO-mäßig. Also ich habe schon ein paar Leute gesehen, die U-Boote wie Zerstörer gespielt haben. Ich habe nicht viele Leute gesehen, bei denen das funktioniert hat. Aber naja. Der Großteil von Team peilt auf jeden Fall gerade C an. Und dann schauen wir doch mal, was wir da gleich cappen können. Also aktuell passiert natürlich noch nicht viel, weil wir haben keinen Flugzeugträger, das heißt keine Vision auf Gegner, die hinter Inseln sind. Da kurz die gegnerische Dukerque gefunden. Und das Team auch gleich die Chance genutzt natürlich. Und natürlich nicht, weil A war nicht in Reichweite und B, das wäre Selbstmord. Ah, hat nicht getroffen. Haben mit den Torpedos gecheckt, wie sie sich bewegt. Ob es sich schon mal lohnt, welche auf den Punkt zu schießen. Aktuell noch nicht der Fall. Und da sehen wir mehr vom Team. Haben wir die Duca d'Aosta und die Fuso. Und die Tatsache, dass die Duca d'Aosta gerade schon mal ein bisschen mehr Gas gibt Richtung Punkt, ist Grund genug, mal ein paar Torpedos zum Zone rauszuhauen. Ich meine, so viel Cooldown haben die Hatsuharu-Torpedos ja auch nicht. Das sind ja nur Drillingsrohre. Und je nachdem, wie YOLO-mäßig die Duca d'Aosta jetzt auf den Punkt drauf fährt, kriegt sie unter Umständen ein paar ab. Mal schauen. Wäre das natürlich aufpassen, dass sie nicht gespottet werden. Die fährt gerade relativ nah an unseren Spotting-Circle ran. Könnte die Torpedos allerdings erwischen. Na, zwei kriegt sie ab, wahrscheinlich. Yep. Sie dreht allerdings rein, also mache ich den Nebel an, einfach nur um nicht entdeckt zu werden. War, wie sich rausstellt, ein bisschen gewastet. Aber naja. Vorsicht ist besser als Nachsicht. In so einem Fall nicht unbedingt, weil man könnte sagen, dass ich den Cooldown gewastet habe. Und hätte damit nicht ganz unrecht. So, dann sehen wir auch die gegnerische Fuso wieder. Und da ist auch die Dukerque wieder in der Insel. Ja. Und die Ismail sehen wir inzwischen auch. Also sämtliche Schlachtschiffe hier bei uns. Während lediglich die Anshan auf A ist. Gut, und die gegnerischen U-Boote sind sonst wo. Die sehen wir gerade noch nicht. So, hier habe ich jetzt vor, eine ziemliche YOLO-Aktion zu bringen. Namentlich einen Torpedo-Rush. Ziel davon nicht die Dunkirk, weil. Oder Dukerque? Ich glaube, so spricht man es aus. Problem allerdings, die bremst ab. Das heißt, ich kann die jetzt nicht einfach hier direkt reinhauen, weil die in Rückwärtsgang geht und dann die Torpedos nicht treffen würden. Sie hat AP geladen, das heißt. Das war davon auszugehen, weil eben hat sie noch AP geladen. So. Also gehen die Torpedos so auf sie. Allerdings, von dem ganzen Teppich trifft aus irgendeinem Grund nur einer. Also, ich weiß auch nicht Grund, weil sie herausgedreht hat und rückwärts dann genau in dem Moment beschleunigt hat, als die Prediction Line sich gedreht hat. Also Mischung aus gut gespielt und Glück ihrerseits. War auch von vornherein eine YOLO-Aktion von mir, darf man jetzt auch nicht natürlich ignorieren. Also schnell weg hier. So, aufgehört zu schießen, denn jetzt sind sie außerhalb von meiner. Oh, ich hab doch nicht aufgehört zu schießen. Okay. Ah, ne, Quatsch, die Dunkirk ist ja noch viel näher dran. Ich sehe noch gar nicht aus meiner Visibility raus. Jetzt höre ich auf zu schießen, weil jetzt ist sie demnächst raus. So, letzte Salve, die mich noch treffen könnte. Sie trifft mich nicht. Wir drehen raus, rammen versehentlich unsere Fuso. Sorry dafür. Aber so und so, wir sind safe.
dass man nicht mal mehr den Torpedo-Cooldown sieht. Wenn die Torpedos gerade nicht aktiv sind, ist allerdings neu. Wahrscheinlich tut die Tiefenladung das ganze Ding ein bisschen verwirren. Auf jeden Fall, wir haben ein bisschen Schaden angerichtet. Wir haben A eingenommen. Wir haben... Und wir nutzen jetzt mal die Zeit, in der wir nicht gespottet sind, um auf B zu fahren. Denn ich glaube irgendwie, dass unsere Leander da von den schlanken Schlachtschiffen in Ruhe gelassen wird, die auf jeden Fall Vision auf sie haben. Feindliches U-Boot gesichtet. Gerade mache ich es mal zu und da ist die gegnerische Katschalot. So wie unsere Katschalot, die allerdings beinahe tot ist. Gut zugegeben, das sind beides U-Boote. Dass die Full Life ist, sagt relativ gar nichts aus, weil eine gute Torpedosalve die jeweils beide umbringen kann. Außer, dass sie surfacen und dann die Sekundärgeschütze, wo ich mir gerade gar nicht mal sicher bin, ob die Katschalot Sekundärgeschütze hat. U49 hat welche. So, Leander säuft ab. Hat allerdings noch... Naja, das ist von unserer Ismail, das Antitorpedo-Flugzeug. Allerdings gegnerische Anti-U-Boot-Flugzeuge auch schon auf dem Weg. Aber bevor irgendwas davon was erreichen kann, säuft unsere Katschalot ab. So, und wir sind gespottet. Von was? Ja, davon. Hallo Fuso. Hau nur einen Torpedowerfer raus, weil ich gerade keinen guten Winkel habe und falls die abbremst, dann keiner treffen würde. Allerdings trifft er eine Salve vom Schlachtschiff, also kürzen das ab. Mit der Hauptbatterie. Wir haben ein gegnerisches Schlachtschiff gelegt. So, damit ist Fuso weg. Die Einstein ist weg, die Ducadosta ist weg. Wir sind damit ein Schiff im Vorteil. Weil wir ein Schlachtschiff mehr haben. Ansonsten ist es genau identisch. So, nächste Salve auf die Dukerque. Könnte allerdings sein, dass das Frack von der Fuso da im Weg ist. Und da ich noch Nebel habe, nutzen wir den auch. So, sie dreht raus. Damit treffen die Torpedos auch nicht. Na, kurz keine Vision, aber das wird sich wahrscheinlich gleich ändern. Ja, there we go. Denn sobald sie schießt... Hat sogar halbwegs gut geschätzt, wo ich bin. Hat damit allerdings ihre Position revealed und, sorgt damit im Endeffekt dafür, dass ich jetzt 30 Sekunden habe, in denen ich machen kann, was ich will. Stehe auch nicht mehr still, dass ich nicht so ein easy Ziel bin. Wobei die Dukerque sowieso auch, auf ein anderes Ziel zielt. Welches auch immer das ist. Wahrscheinlich die Ismail, muss eigentlich. Die gerade die gegnerische Ismail versenkt hat. So, Nebel läuft ab, deswegen nicht mehr YOLO gehen. Und noch den, solange wir die Nebelwand haben, noch nutzen, um mich weit genug von der Dukerque zu entfernen, dass sie mich nicht sieht, sobald die Nebelwand abläuft. Hat nicht ganz geklappt. Aber Torpedos sind schon auf dem Weg. Und erledigen den Rest. So, und da ist die Katschalot, die gerade surfaced. Hallo. Und ja, das war eine Runde in der Hatsuharu. Ein Zerstörer, der mir sogar ziemlich viel Spaß macht, auch wenn es wahrscheinlich nicht der allerbeste auf Tier 6 ist. Einfach deswegen, weil Einstein das bessere Kanonenboot und Fubuki das bessere Torpedoboot ist. Aber trotzdem, mir macht der Kahn ziemlich viel Spaß. Und ja, dann sieht man sich beim nächsten Mal. Ciao. I'm not going to be able to do that.